Ist der Fehlpass? Habe ich Schritte gezählt? Ah, der Ball. Dann sowieso weg und dann aber auch der Fehlpass von Sandisky und das Tor. Für den Gisroer V durch Lukas Severin. 19 zu 25. Und da hat schon mal gut aufgepasst, hatte die Duwe weggestohlen. Und Sonetski und Erik Mohr mit seinem dritten Treffer. 20 zu 25. Und auch, da sind auch die Eltern dabei. Lukas Duwe mit dem Treffer. Nummer 10 in diesem Spiel. ...20 zu 26. Und Mattes Schumann erneut erfolgreich von der Außenseite. Sechster Treffer. 21-26. Technischer Fehler. Wurf gibt für Anskuletin und die Elterntribüne der Heimmannschaft ist richtig aufgewacht und jetzt gibt es 7 Meter für die SG Anskuletin. Und Zanitski tritt selbst an und verwandelt sicher zu seinem 9. Treffer in diesem Spiel, 22 zu 26. Freiburg für Güstrow. Ja, das könnte der Heimmannschaft hier zugutekommen. Hier gleich im Anschluss des Spiels findet das MV-Liga-Spiel zwischen der SG Anskuletin und der hat er einfach Rostock 2 Start und so langsam füllt sich die Halle für eben dieses Spiel. Und das ist auch die Stimmung und Zanetski erneut erfolgreich. 10. Treffer, 23-26. Und dieses Spiel bietet plötzlich eine Spannung, wie wir sie nicht mehr erwartet hätten. Aber Golatowski, Clemens Golatowski, jetzt scheitert am Pfosten. Küsko kriegt den Ball wieder. Ball von außen, Hans Walisch hat den Ball. Und Ballverlust. Und der Treffer für Güstrow durch Niklas Welzin. 23 zu 27. Freiwurf für Banskuletzen. Dann hat es gerade Glück, dass er den Freiwurf bekommt. Und Zanetski wieder direkt und wieder erfolgreich. Der 11. Treffer. 27 zu 24 für den Güstrower HV. Kulatowski wird gestoppt. Lukas Duwe im 1 gegen 1. Und er wirft den Ball vorbei. Er trifft nur das Maskottchen, nicht das Tor der SG Banskuletzen. Walisch den Ball erst nicht raus, aber jetzt läuft der Konter der SG. Und jetzt ist da niemand da, Erik Mohr, und er vergisst den Ball. Und dann Fuß entschieden.
Freiburg für Güstrow. Der Ball ist aus. Abwurf für die SG Banskoleten. Und Auszeit genommen durch die SG Banskoleten. Auszeit beendet und jetzt gehen wir in die letzten spannenden 3,5 Minuten. Und haben die Banskoer Glück schon mal an. Und jetzt wird es schon richtig laut hier. 25 zu 27. Warte schon mal. Zeitstopp, da hat sich Lukas Duwe wehgetan. Die Arme hochnehmen und er steht wieder. Arme tief durch und es geht auch weiter für Lukas Duwe. Und Ballbesitz für die SG Banskoleten. Mal nach vorne gespielt, aber Mathe Schumann hat den Ball und das noch. Anschlusstreffer, 26-27, knapp 3 Minuten vor Ende in diesem Spiel. Der 8. Treffer für Matthias Schumann. Lukas Duwe mit Treffer Nummer 11 zum 26-28. Fuß, Ballbesitz, Banskoleten. Das ist sehr eng da. Florian Lade, ich versuche dich da durchzusetzen, da ist kein Durchkommen. Da stehen die Gastroer gut. Und Angelpfiffen und da haben sie Pech. Johann Sonnitzky mit dem Wurf. Clemens Gulatorowski fällt den Ball ab und deswegen keine Chance für den Torhüter. 27-28. Lukas Duwe. Der Wurf von außen. Und Freiwurf für Güstrow. Ja, der erfahrene Handballkenner hier an der Seite sagt, den muss er werfen lassen. Und jetzt haben sie ihn werfen lassen und jetzt auf einmal die Chance zum Ausgleich. Und jetzt jemand zuletzt, jetzt ist mal Zeit angehalten, weil wir haben eine Verletzung auf dem Feld.
Ja. Ja. Und da steht er wieder, Clemens Gulatowski. Und kann das Spiel fortsetzen. Und es geht weiter mit Ballgesetz für die SG Banskulezen. Sanetski. Hat er Glück, dass er den Ball wieder kriegt. Mit dem Wurf, der geht vorbei. Ballbesitz für den Güstrower HV. Lukas Dube. Der Güstrower verliert dann den Ball. Die Leser können kein Kapital draus schlagen. Gulatowski. Ball nicht, Freiwurf für Güstrow. 30 Sekunden sind es noch. Lukas Dube und der Treffer für Güstrow. Das dürfte die Entscheidung sein. 27 zu 29. Florian Ladig versucht ja durchzutanken. Nochmal schnell der Wurf. Sanetski und das war's. 29 zu 27 gewinnt der Güstrower HV gegen die SG Banskulezen 2. Es war knapp, aber ein spannendes Spiel.